Und wenn ich jetzt, ich erkläre meine Helene als Lehrerin, habe ich auch den Stromkreis erklärt. Ich sage, ich erkläre jetzt erst einmal, was jeder Physiker oder jeder Elektriker im ersten Lehrjahr lernt, was Strom ist. Plus, dass ich genau das erkläre, was du lernst, plus ich mache jetzt die Blindsachen weg, des Kaisers neue Kleider weg. Und dann wirst du immer feststellen, jetzt, da wollen wir nicht darauf eingehen, dass du wirklich keinen Strom nicht einspeisen kannst. Das jetzt hören wir mal das auf, wie dich ganz laienhaft dir das vorstellen. Wir machen jetzt das einmal, wir haben einen Wechselstrom. Aber ich mache mal, ich stelle dir das folgendes vor, wir haben ein Leitungsnetz. Okay? An dem Leitungsnetz sind Verbraucher angeschlossen. Das machen wir aus den Wasserhähnen, okay? Um hier was reinzukriegen, brauchen wir jetzt hier, das ist unser Kraftwerk. Wir sagen jetzt mal, wir sehen das gleich spannungstechnisch, das ist ein höheres Potential, dadurch ist der Druck in der Leitung. Okay? Und wenn ich den Wasserhahn hier aufdrehe, erst wenn ich hier den Wasserhahn aufdrehe, fließt durch diesen Druck Strom. Das ist einmal das Erste. Das heißt, Strom fließt nur, wenn Leistung umgesetzt wird. Ganz primitiv, das ist jetzt wirklich Grundlage, dass du eine Vorstellung hast, dass dir mal klar sein muss, und das ist die Schwierigkeit bei Gleichstrom, wenn da nichts aufgedreht ist, fließt auch kein Strom. Strom ist immer nur da, wenn ein Verbraucher da ist. Wenn du jetzt hörst, die speisen Strom ein, angenommen nachts sind keine Verbraucher, da kannst du ja nichts anspeisen. Wir können das sammeln, aber das geht nur bei Gleichspannung. Das heißt, wenn ich jetzt hier Dächer habe, wir machen jetzt dann mal wieder unsere Sonnenkollektoren. Okay, wir sammeln hier Wasser. Das ist jetzt unsere Gießkanne. Dann muss ich aber hier, wenn ich das da einspeise, wenn keine Verbraucher sind, muss ich das in das Kraftwerk reindrücken. Das heißt, ich muss hier mehr reindrücken, dass ich den höheren, wesentlich höheren Wasserpegel erfülle. Das ist das, wo ich sage, du sammelst auf dein Dächern und jetzt wie bringst du die Gießkanne in das Wasser? Und das ist immer noch Gleichspannung. Darum haben wir ja sowieso keine Gleichspannung, sondern Wechselspannung. Bei Wechselspannung wird es natürlich krasser, weil Wechselspannung ja nur ein Hin und Her ist. Das heißt, wenn ich mir jetzt Strom in Gleichspannung wie einen Fluss vorstelle, dann kann ich noch sagen, ich kann da was reinfließen lassen. Wechselspannung heißt aber bloß, dass das 50 Hertz hin und her schwingt. Also, wenn du das jetzt machst, wie will da was reinfließen? Ist so unendlich simpel, oder? Das ist natürlich jetzt immer wieder in der, du merkst, dass da schon Kuppel macht. Bei Strom, wenn ich jetzt physikalisch ist Strom ist die Bewegung freier Elektronen infolge einer Spannung zwischen zwei ungleich geladenen Polen. Wechselspannung ist ein ständiges Hin und Her. Jetzt kann ich, wenn ich mir Elektronen wie Wassermoleküle vorstelle, kann ich die von dem Behälter in den Behälter reinfließen lassen bei einem gewissen Potentialspannungsunterschied. Wechselspannung schwingt ja nur, also da was reinfließen lassen, wie definierst du das? Rein, raus. Wir nennen das Ficken. Hin und her. Merkst du, da ficken sich alle ganz gewaltig mit ihnen in die Lektwänze bloß noch. Mein Fuck ist das. In einem gewissen Maß. Aber das ist jetzt hier, aber jetzt rein. Das ist eine Laienerklärung, wo ich voraussetze, dass einer, der mit Elektronik sich auskennt, dass jetzt erst einmal ein Problem sieht. Dass jetzt hier im klassischen Fall, wenn wir das machen, du kannst immer wieder, wenn wir Wechselspannung haben, ist das eh schon eine falsche Formulierung. Du kannst immer nur was einspeisen, wenn der Verbraucher da ist, auch bei dem Hin und Her als Reibeenergie. Weil die eigentliche Leistung, wenn ich sage, das ist Wärme, kann ich das ja so sehen. Pass auf, wenn ich jetzt einen Holzstab nehme und ich mache das ja so, wird es warm. Das, die Wärme, das ist die Energie. Und die kann ich auch erzeugen, wenn ich es so mache. Aber das hat jetzt nichts zu tun, dass ich irgendwo was hinschließen lasse. Es muss immer ein Verbraucher da sein. Und das ist jetzt die Schwierigkeit, dass wenn du Batterien parallel schalten tust, wir schalten hier einfach Dinge parallel, dann kann ich in keinster Weise steuern, ob ich das nehme. Wenn die parallel geschaltet sind, müssen die auf dem gleichen Level sein. Weil wenn da einer mehr hat, dann wird er reinschieben. Das ist immer wieder, und die sind nur parallel geschalten und du hast nur eine einzige Leitung. Das ist jetzt wie wenn ich jetzt sage, hier, du gehst jetzt Stromrechner, und dann kannst du jetzt erstmal zwischen 150 Anbieter wählen, dann kannst du auch je nachdem, was du bereit bist zu zahlen, ich bin ein Guter, ich nehme 90% reine Energie, nee, ich muss möglichst billig, mir reicht das nur Kohlekraftwerk, ihr kennt das Spiel ja vielleicht schon angeschaut,
Die muss eins klar sein, das ändert keiner irgendwas an der Leitung. Das heißt, wenn du sagst, ich nehme die Ökoenergie, kriegst du, wenn da ein Atomkraftwerk dran ist, das trotzdem noch vom Atomkraftwerk. Und jetzt setzt du voraus, dass das irgendwie alles auseinandergerechnet wird. Aber da gibt es das große Problem, dass du, wenn du das genau untersuchst, das wäre eigentlich die Arbeitslosengeld. Mhm. Es ist so, weil du das glaubst, wenn du es überprüfen willst, verläufst du dermaßen im Sand, es zerrinnt dir zwischen den Fingern. Sobald du jede dieser für dich vollkommen normalen, das ist ja so, das ist ja bewiesen, Vorstellungen hinterfragst, klitschen die dir, da laufen die wie Sand zwischen den Fingern. Ich habe ja super dünne Leitungen benutzt bei den Stereoanlagen. Ne? Pass auf, das klassische Prinzip, eine Batterie. Sieht jetzt folgendermaßen aus. Da ist ein Überschuss, da ist ein Druck drauf in einer Gasflasche. Und da ist ein gewisses Maß an Leerraum. Das ist hier diese zwei Batteriepole. Das ist der Pluspol und das ist der Minuspol. Minus, das strebt auseinander und das ist leer. Wenn wir jetzt da eine Leitung rummachen, ich mache das einmal so und mache einen Schalter rein, dann geht der Druck da rein, bis das Gleichgewicht ist. Okay? So stellt man sich eine Batterie vor. Es ist ja jetzt nicht, dass es so ist, es ist so, weil wir uns so ausdenken. Aber das ist jetzt klassische Elektrik. Könnt ihr folgen? Ich hoffe, es interessiert euch. Das heißt, man meint jetzt hier, das sind Elektronen, da ist also im Minuspol sind unheimlich viele Elektronen drin und der Pluspol ist leer. Das ist wie eine Druckflasche. Denkt ihr einfach zwei Räume voller Gas und ohne Gas. Dadurch ist es Spannung. Wenn wir das mit Gas machen, ist es Druck. Aber das ist Spannung, ist das Ausgleichsbestreben zwischen zwei ungleich geladenen Polen und das ist U. Vor mit Zeichen U. Das nennt man Spannung. Das ist rein, wie groß ist dieses Gefälle. Das ist jetzt in einem gewissen Maß, wenn ich jetzt hier das Gewicht nehme, ich gebe Energie her, indem ich das hochhebe. Das ist eine sogenannte Energie, die ich jetzt da reingesetzt habe, ist diese Spannung. Und wenn ich das loslasse, würde ich wieder. Und da entsteht was, und darum heißt es, Energie kann bloß umgewandelt werden. Das ist jetzt eine gewisse Wärme, es ist Schall. Energie geht nie verloren, sondern es wird immer nur in eine andere Form von Energie umgewandelt. Das ist ja dann das eigentliche Einstein-Gesetz. Und jetzt ist auch, die Physikbücher sind heilige Schriften. Du musst aber die Formeln richtig lesen können. So wie der Materialist seine Formeln interpretiert, weil er so programmiert ist, ist es ungefähr so, wenn du dir bei Adam und Eva irgendwie ein Neandertalerbärchen in die Vergangenheit vorstellst. Das kommt ja jetzt mit Holofeeling, dass die Worte was anderes bedeuten. Und das gilt für den Koran, das gilt für Physikbücher, für Chemiebücher. Denkt an, mein H2O ist Wasser. Ich erkläre euch, wir haben einmal rotes Wasser, das ist der Geist. Und wir haben das blaue Wasser. Und dann ist immer H2. Was ist H? Weiß ich, weiß. Ergeben. Einen Augenblick. Ja. Merkst du, dass da plötzlich, wir können die ganzen Chemietabellen durchgehen, wenn du das verstehst, und plötzlich kriegen die chemischen Elemente, die für dich nur Vorstellungen sind, eine unendliche Tiefe. Dass das auch Symbole sind. Das ist das Geheimnis, was ich mit der Vordersprache in Schlüssel. Jetzt ist es also so, wenn wir einen normalen Leiter haben. Ich erkläre euch einmal Strom, elektromagnetische Wellen, Handystrahlen. Strom bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit. Das steht da. So steht es in den Physikbüchern, das erkläre ich dir. Aber das heißt ja, wenn sich bei Lichtgeschwindigkeit was bewegt, gibt es keinen Abstand mehr zwischen A und B. Okay? Pass auf, jetzt machen wir mal einen Leiter. Wenn du einen normalen Leiter nimmst, sogenannter elektrischer Leiter, ist es ein Kabel, da sind angenommen freie Elektronen drin. Und jetzt ist es, wenn wir den jetzt da dazwischen machen und du schiebst hier ein Elektron rein, das ist immer null, das ist ja keine Spannung. Wenn du hier dann leider ein Elektron von hier reinschiebst, dann fliegt hier eins raus. Um das genauer zu machen, denk dir mal ein Rohr mit Billardkugeln. Das ist ein Stück Draht. Ein Kupferleiter. Wenn wir jetzt da die Spannungsquelle anschließen, wir denken uns das natürlich jetzt nicht, ein Draht, der nur so dünn ist wie ein Elektron. Dann hängt hier ein Elektron an den anderen. Und jetzt, wenn wir hier das aufmachen, wollen die natürlich hier diesen Druck ausgleichen.
Das heißt, jetzt, da kommt irgendwann, wenn ich hier Billardkugeln nehme und ich schiebe die hier rein, fällt im selben Moment hier eine raus. Okay, wieso bewegt sich jetzt die mit Lichtgeschwindigkeit? Angenommen, ich mache jetzt das Ding 100 Meter lang, ich drücke das rein und im selben Moment fliegt es da raus. Angenommen, ich mache das 100 Millionen Kilometer lang, ich drücke das da rein und es fliegt da raus. Das heißt, die Strecke, es benötigt keine, das Phänomen ist jetzt, unabhängig wie weit es auseinander ist. Ich habe das schöne Raketenbeispiel im 8. Band, wenn man das verstanden hat. Muss man ein paar Mal durchdenken, leuchtet dann irgendwann einmal ein. In dem Moment, wenn sich was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, heißt es, in dem Moment, wo es losfliegt, ist es eigentlich schon da. Es ist aber so, dass ich jetzt dir sage, wenn du die Sonne anschaust, da fliegen keine Lichtstrahlen runter, sondern in dem Moment, wo du die anschaust, ist sie da. Ist nicht jeder Gegenstand der Schrank, den ich anschaue. Was physikalisch für Materialisten, da kommen jetzt Lichtstrahlen auf mich zugeflogen. Wenn ich sehe, ist es da. Ob ich jetzt den Schrank anschaue, den Mond oder den Baum, wenn ich ihn anschaue, ist er da. Egal wie weit er weg ist, weil mir bei Lichtgeschwindigkeit es keine Rolle spielt. Elektromagnetische Wellen sind übrigens auch Handystrahlen. Zack. Hallo, ich bin's. Ich hör's und es ist da. Dass ich mir das ausdenke, ist mein Problem. Das schreibt sogar die Physik vor, dass alles in deinem Kopf ist. Wenn du natürlich dir ständig das einredest, dass das ja 300.000 Kilometer in der Sekunde sich bewegt, was eine irre Zahl ist, was auch wieder tiefe Symbolik ist, stehst du ganz auf dem Schlauch. Und wenn ich jetzt das Prinzip, wenn ich jetzt hier mir einen normalen Leiter, der ist natürlich hier millionenmal dicker, passiert aber dasselbe, nur jetzt kommt es hier, die freien Elektronen, wenn ich eins rausschiebe, es bleibt absolut her gesehen, wenn ich eins reinschiebe, dass diese quer sich stellen, rein vom Platz, wenn ich eins reinschiebe, fliegt eins raus. Okay? Und das, je nachdem, wie sich das da drin verkeilt, und das sind jetzt einfache Erklärungen, so wie ein Physiker das seinen Schülern erklärt, braucht es eine gewisse Kraft, und das ist der Widerstand von dem Leiter. Wenn das richtig angenommen, ich habe jetzt hier, was man hier mit Verkeilen macht, das Prinzip, dieses Prinzip bleibt gleich. Es ist jetzt aber ein Unterschied, ob die ganz lose drin sind, oder ob ich die schmiere, dann brauche ich weniger Kraft, dann wird es ein besserer Leiter. Wenn ich jetzt die trocken mache und rostig mache, dann muss ich hier mehr reindrücken, Kraft, dann ist das, hat er mehr Widerstand. Am Grundprinzip des Leiters ändert sich nicht, jetzt kommt der Widerstand ins Spiel. Das heißt jetzt immer wieder, das sind einzelne Phänomene, die du plötzlich siehst. Merkst du, das ist interessant? Ja, ja. Und das sind jetzt Erklärungsmodelle für Elektrizität und L-Eck. Ist das da mal, in L ist ein Eck und das Eck ist 3. Das ist, ich könnte jetzt sagen, meine Reihe, meine Spiegelwahrnehmung. Merkst du schon, wenn ich es so mache, L ist ein Eck und das ist 3. Da haben wir mal meine Reihe, die Reihe Gottes. Die spiegelte Rationalität, die gespiegelte Rationalität Gottes. Und die ist Zi. Das ist die Geburt Gottes, Dad, und das ist meine Dort, das ist Elektrizität. Ja. Stimmt, kleines Stimmt? Stimmt, passt. Spaß alles. Sonst hätte ich es ja nicht so gemacht. Und wir diskutieren hier nicht über Wirklichkeit oder was, das ist einfach, ich verstehe Sprache, wie Sprache Vorstellungen und Bilder macht, aber verstehe ich die Sprache schon. Das muss ich mal in der Brüste machen. Ja, ihr merkt jetzt, dass immer wieder, wenn man sagt, ja, verknüpfen, das ist alles interessant, weil alles, was ist in deinem von dir, es ist dein Leben. Und die andere Seite ist wieder, du brauchst kein intellektuelles Wissen, das ist mal die kindliche Neugier. Einfach neugierig werden, und da wirst du merken, hier ist alles. Wenn du neugierig wirst, interessiert dich plötzlich alles, dann wirst du dann diesen 20 Bücher gleichzeitig lesen, weil jetzt alle Bücher wichtig sind. Es ist nicht mehr, dass ich sage, die Physikbücher sind ja eh scheiße, der Koran ist scheiße. Mit Holofilm oder Lorbe ist alles vollkommen neu und du wirst dann feststellen, alles erzählt dir die Geschichte. Selbst wenn du spazieren gehst, jede Kleinigkeit schreit dich an, ich liebe dich, es ist alles heilig. Mhm. Ja, mein Hunde kommt zu mir, der hat er von Granda, das war ganz toll, edel gemacht. In der Leder, in der Ledertasche, ein dickes Leder genäht, hat er so einen Ring, das war so ein Eisenring. Toll verarbeitet, ungefähr so großer Ring. Und er hat gesagt, Uwe, zeig dir jetzt einmal was.
nochmal Wasser, das ist der Wasser, so ein Ring, das war in den 80er Jahren. Und er sagt, jetzt kann man bei mir so ein kleines Bad dabei gehabt, Wasser und zwei Gläser nochmal, gleiche Gläser, Wasser aufträgt, dann lässt er Wasser, pass auf, das Wasser voll, dann hält er den Ring, lässt das Wasser nur durch den Ring und macht mal ein zweites Glas hinstellen und dann muss er mal trinken. Und das ist immer wieder, die stellen mit anders. Oder Bierdeckel gibt dir eine energieangereicherte Marmorplatten, wo du dann eine Zitrone drauflegst. Oder wo ich dann schon habe, hier, mein Hut kommt zum Beispiel weg vom. Das Prinzip ist immer das gleiche. Ja. Der Hut kommt mit Bierdeckel, das war so eine Art, so eine Karte mit einem Magnethologramm drauf. Und wenn du jetzt hier, der hat mir dann gezeigt, dass eine Zitrone da ganz geil. Er macht die Zitrone, zwei Schnapsgläschen und dann immer ein Schnapsgläschen hinstellen, selbe Zitrone. Dann stellt er das andere Zitrone, stellt er auf diese Karte drauf, müssen wir 3 Minuten warten, sagt er, jetzt probier mal und dann ist die überhaupt nicht mehr sauer. Und jetzt die Eigenart, das funktioniert und das funktioniert nicht. Aha, das ist ja immer das, was dir am meisten vorgaukelt. Oder meine Done-Geschichte mit dem Elektrosmog, wenn ihr die kennt. Jetzt geht im Positiven, im Negativen. Das ist meine Done so geheilt, das sind solche Themen, wo er sagt, am eigenen Leib 15 Jahre gelitten. Das ist im Kopf, wenn sich was festsetzt, jetzt kommst du dir noch vor, du bist besser wie die anderen. Und ich sage, auch das bei mir, du ist es anders, ich könnte nicht sagen, es ist irgendwie anders. Ich habe das Thema schon oft gehabt, wenn eine kommt, du musst da mal hier, zum Beispiel der Zeitplan war, wenn du einen CD-Player oder einen Plattenspieler von ganz dreibeinigen Ikea-Tisch draufstellst, dass der wesentlich besser klingt. Auch Fachzeitschriften haben das festgestellt. Also wollt ihr merken, diese Voodoo-Sachen, was ganz teures Zeug hier mit irgendwelchen kleinen Etiketten auf die Korbe draufkleben, mit kleinen Magneten drin, dann klingt das besser. Und lautes Zeug, was selbst Fachzeitschriften in das festgestellt haben, dass das funktioniert. Und da bin ich natürlich sofort, Udo ist da voll neugierig gewesen. Darum sage ich, das waren die 80er Jahre schon, wo ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt habe. Und das allererste, was ich festgestellt habe, wie alle anderen auch, es funktioniert. Weil ich ja nicht dagegen war. Ich war ja immer, du musst das da mal offen sein. Aber dann habe ich gemerkt, wie du dich trotzdem selber verarscht. Wie du dich absolut verarscht. Pass auf, jede Grammler Wasservorführung, der ja mittlerweile, wenn du den Fokus hast, weltweit zerrissen wird, also hier in Österreich, hier den Ehrenbürger oder was er kriegt, hat aberkannt worden. In Australien ist Grammler Wasser sogar verboten wegen Betrug. Du musst nur ins Internet gehen. Ich sage immer wieder, wenn du den Fokus hast, sogar wegen Betrug. Wobei ich immer wieder sage, der alte Grammler selber, wenn du dich damit auseinandersetzt, der alte Grammler ist ein ganz gottesgläubiger Mensch, dass die Geschäftemacherei kommt durch die Söhne. Das ist immer wieder die Quelle. Das ist einmal die Quelle einer Erkenntnis. Aber jeder, der diese Vorführung macht, auch mit Mut, mit seinen Zitronengläschen, was er gehabt hat, oder du magst jetzt zum Beispiel hier kleine Marmorfliese, Carrara Marmorfliese, hat meine Mutter am Bodensee, die hat so eine Marmorfliese, hat die hier angeschliffen, wo sie sagt, die ist energieungereich, ist immer energieungereich. Was Energie? Was ist schon Energie? Die benutzen Worte, Floskeln, wo die keine Ahnung haben. Jetzt ist es also so, die ist energieungereich, und wenn du den Kühlschrank machst und machst was drauf, dann hält es wesentlich länger, ihr kennt so Zeug vom Hörensohn. Und wenn du diese Marmorplatte zum Beispiel Wasser draufstellst und du gießt deine Blumen, Mutter hat es probiert, zwei gleiche Stöcke eingepflanzt, die eine geht auf und die andere ist nichts, die sie mit normalem Leitungswasser macht. Und das ist das Verrückte, das funktioniert wirklich. In dem Traum dessen, der diese Programmierung angenommen hat. Oder dann dieses 15 Jahre Leiden von Elektrosmog und Migräne vom Toni, was von einer Sekunde auf die andere von mir geheilt wurde, nachdem er seine Selbstforschung durchschaut hat. Was jetzt ist, all diese, die Strahlen, die positiven Strahlen wie die negativen Strahlen funktionieren positiv und negativ für das Programm, was mit diesem Programm arbeitet. Nochmal. Positive Strahlen und negative Strahlen. Beides funktioniert so, wie das Programm, dem, der mit diesem Programm arbeitet, macht. Aber die positiven, wenn du positive Strahlendenken drin hast, kannst du so viel Grandner Wasser und Energie und gereichertes Material um dich herum aufsammeln, du wirst deswegen nicht heil. Und du kannst dich so in den Strahlen reinstellen, das wird dich nicht umbringen, wenn du begriffen hast, was du bist. Weil wenn du weißt, was du bist, kannst du nicht heilen, sondern du kannst auch nicht krank werden. Weil du immer bist, nichts, weil sich nichts verändern. Nur die Oberfläche von unserer Gnade, die ja eigentlich nur symbolisch für nichts steht. Aber jetzt kommen wir, wie wir da drauf kommen. Dass hier viele mit Vorführungen haben, war ich dort und habe ich gesehen, bist du erstaunt und dann ist schon irgendwie, schwingst du dich in eine Gruppe ein. Und da wirst du schon ein Mitläufer, das kriegst du gar nicht mit. Und ich sage jedem, der mir mit Grandner Wasser kommt, ich bin kein Gegner von Grandner Wasser, weil ich sage, es funktioniert ja.
Aber nur wenn du das nicht jetzt glaubst, ich sage sogar, du, wenn es nicht absolut dagegen bist, dann funktioniert es eh nicht. Ich bin nicht einer, der den Leuten fanatisch das Gegenteil erklärt, sondern ich versuche dir zu erklären, warum es funktioniert. Dass die Quelle für die Funktion du bist, du selbst. Darum habe ich immer gesagt, bei meinen Anlagen ist die letzte Glied ist der Zuhörer. Wenn du nicht begriffen hast, wie es funktioniert, wie du selber funktionierst, sagen alle meine Anlagen sind scheiße. Erst wenn du weißt, wie du selber und das Hören funktioniert, und damals habe ich immer noch mit außen, da habe ich noch nicht gesagt, das ist in dir drin, das kommt dann erst, dass das mit Holofeeling sich, das war nur jetzt, der Geist ist, du bist die Letzte, dein Wertesystem ist das Letzte. Und pass auf, bei all diesen Leuten, wenn jetzt mir einer mit Grandwasser kommt und führt mir das mit Zitronen und alles Hibabo, wo ich ja einige von euch kennen, wo ich sage, auch erlebt, geht, begeistert, Pflanzen wachsen eher, okay, das stimmt. Pass auf, wenn jetzt mir einer kommt, und das war mein Musterbeispiel, war mein Helmut Dietz, in der Brauerei beim Dietz, der war ja sowas voranfällig auf dieses Zeug, das kannst du dir gar nicht vorstellen, was der wirklich Hunderttausende von Mark in seinem Leben für so Kinderkack rausgemacht hat. Einmal komme ich zu ihm, wo ich gemerkt habe, der den Udo schon kannte, da hat er so ein längliches Messingding in der Hand. Einfach nur ein Messingstab, der so wie ein Hochspannungsisolator getröpfelt ist. Und dann hat er gesagt, Udo, komm mal mit der Marion. Dann nimmt er Zigaretten und fährt so drüber und sagt, jetzt rauch mal zu Marion, die ist total mild. Und das hat er gekauft, hat übrigens 15.000 Mark gekostet. 15.000 Mark, nur so ein Stück Messing, wie ein Hochspannungsisolator mit Drechsler. Geil ausgeschaut. Natürlich ein Lüttifax in einem Bastlerkeller einer Drehmaschine, dass das hier Energien, die schlechten Energien wegmacht. Und dann hat er hatte das Geld fürs Geschäft ausgegeben, weil er wo viel Schnitzel verkauft und Steaks, weil ihn, das war in der Küche. Und wenn du das einmal übers Fleisch drüber machst, ist das Fleisch total zart. Auch und die Zigaretten dann. Gar, oder wie? Und er sagt, Udo, und ich garantiere dir, frag die Moni, seine Frau, frag die Moni, die wird dir das bestätigen, wenn wir das machen, wenn die Schnitzel zarter. Und dann sage ich, pass auf, Helmut, du hast nichts verstanden. Nichts. Die Moni, die du dir ausdenkst, die wird genau das schmecken, was du dir denkst, dass deine Moni schmeckt. Aber jetzt machen wir das auch mit Wasser. Der hatte das Thema ja auch, sein Sauerstoffbier war ja dann auch der Wasservorbereitung, Grandermaschine, das hat aber bei ihm eine Granderkasse, wie war das? Der hat natürlich auch so eine riesen Maschine drin hängen gehabt, wo er das Wasser nochmal aufbereitet hat, bevor er da sein Sauerstoffbier gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, pass auf, ich zeig dir mal, was mit denen jetzt immer wieder bei Tests, wenn ich Tests mache, wenn du A, B vergleichst mit einer unbewussten Vorabstimmung, narrst du dich so selber. Das ist zum Beispiel hier in Mode gekommen, CD, wo ja eh alle gleich sein müssen, weil das digital ist digital. Ich will es nicht detailliert erklären. Aber selbst Fachzeitschriften, dass wenn du eine CD nimmst und da war ganz ein spezieller Edding. Marc schreibt hier Farbstift und du nimmst dann der CD und du machst außen den Rand schwarz. Mhm. Das war so dunkles Violett. Dass die besser klingt. Die wurden verkauft ohne Ende, nachdem meine Fachzeitschrift hier in Klintest eindeutig gewesen hat, dass es besser klingt. Und dann habe ich natürlich zwei hochwertige CDs genommen, die gleichen, habe einmal den Rand außenrum. Das war in die 90er Jahre, in die 80er, 90er Jahre. Auch viele andere Sachen mit Beschwerungsringe außenrum, also Ringe draufkleben, das ist diese ganze Hi-Fi-Zubehör. Gibt es ein Schweinige, du kannst dir gar nicht vorstellen, was da für Beträge bezahlt sind. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile, wie gesagt, für mich ist das seit 96 passé, aber ich war natürlich alle Fachzeitschriften gelesen als Fachmann, man informiert sich, ich habe mir das Ding natürlich auch besorgt, mit dem Ring, wo einer kommt, ich mache dann zwei gleiche CDs, ihr wisst ja mittlerweile, wie ich das mache, und auch ich, muss dir ganz ehrlich sagen, das hat einer mitgebracht, sagt er, hier, hast du das gelesen? So, ja, sagt er, und ich habe den Edding gekauft, das allererste Mal, der hat das mitgebracht bei Filmsachen und ich mache das und ich sage, du, stimmt, das klingt irgendwie anders. Ist nicht diskutierbar, es klingt irgendwie anders. Ich kann es mir nicht erklären, weil digital ist digital. Man kann an der Elektronik was machen, aber rein das Auslesen, wenn du weißt, wie ein Player funktioniert, dass er der nur Zahlenketten in einen Speicher macht und der ausgelesen wird und die Zahlenketten, ob die mehr oder weniger sind, das entsteht ja erst beim Auslesen an dem Wand, da kann ich am Klang was machen. Ich sage immer 365.212 sind 365.212 und für digital, wenn es andere Zahl ist, wird es eh schon aussortiert in der Fehlermeldung. Es klingt anders, auch ich, Grandwasser, schmeckt anders, stimmt. Das Problem ist, du klingst, wenn du frei bist, einfach in das Aurafeld des anderen. Ich klinge jetzt so esoterisch. Ich klinge so esoterisch. Aber es ist, nein, die Erklärung, es ist in Wirklichkeit anders. Aber wir bleiben mal auf dieser Ebene, wo man nachvollziehen kann. Und was für mich natürlich ist, dass ich sage, das ist kein Blindtest.
Wenn der dann weg war, ging doch drauf, ich habe Manfredi, das war ein Mitarbeiter von mir, und wenn ich was probiert habe, habe ich blind getestet, ich mache jetzt das mal, ich steige das dann im Brandnerwasser, dass das Problem immer ist, wenn du hin und her schaltest und jetzt mach das, was ich euch gerade mit den CD-Player gemacht habe, die messtechnisch gleich sind, aber der teure und der billige, wenn du lange genug hin und her schaltest, wirst du merken, dass dein Fokus, du hörst gar keine Musik mehr, du bist hoch konzentriert, ob ein Unterschied da ist, und das, diese Konzentration lässt mit der Dauer den Unterschied, rein den Unterschied, wie der auch immer ist, immer größer werden, okay? Ja. Ob das gut oder schlecht ist, ist dann schon wieder logische Interpretation, und das ist sehr trügerisch. Wenn ich sage, für mich besser ist natürlicher, nur natürlicher, nicht anders. Und das muss von jedem normalen Menschen, ich will mal nicht abwerten, von jeder Putzfrau, die sich nicht für Musik interessiert, die wird feststellen, ob ich jetzt hier spreche oder ob das ein Lautsprecher ist. Wir sind nicht subjektiv, wir bewerten nicht Qualitäten subjektiv, sondern wir vergleichen nur. Ist es echt oder ist es nicht echt? Das ist eine vollkommen andere Ebene. Und wenn das echter wird, das ist immer das Ziel, besser ist ja echter, laut Hi-Fi-Denken, dann muss das klar erkennbar sein und nicht, dass ich mich reinsteiche. Und dann ist es immer bei meinen Tests, war immer wieder dasselbe, sage ich, Fredi, das waren Platten, die ich tausende, zigtausende Mal immer stellen könnte, wo man ganz Feinheiten gut erkennt. So, jetzt wie den Dach drauf, wie der weg war, jetzt schauen wir das nochmal anständig an, weil ich da auch gesagt habe, das ist eindeutig anders. Ich kann's, keine logische Erklärung. Und dann war das immer wieder, dass ich jetzt nicht A, B gemacht habe, sondern der Friede dann einfach Folgendes macht. Ich sitze da und der Friede nimmt die CD und die normale CD und dann höre ich einfach hin, die Schublade geht auf, er legt der CD ein und er lässt das Stück laufen, 5 Sekunden. Das wusste ich schon gar nicht, war gleich bei meinen Platten. Dann höre ich die Schublade aufgehen, die Schublade geht zu. Das ist, er wechselt die CD, ich höre dasselbe Stück, 5 oder 10 Sekunden. Jetzt geht die Schublade wieder auf, die Schublade geht zu, er wechselt. Jetzt ist das Problem von mir aus. Ich höre 5-mal hintereinander dasselbe Stück. Ich weiß aber nicht, ob er 5-mal dieselbe CD reinlegt, ob er die CD, die CD, die CD, die CD, wenn ein Unterschied hörbar ist, muss ich das merken, dass was anders ist, wenn es 5-mal gleich ist, kann er auch 5-mal dieselbe CD reinhaben. Aber du weißt, es ist jetzt nicht, dass ich mich an was festmachen kann und das übertrage ich jetzt zu Grandnerwasser. Ich sage, pass auf, das Spiel, wenn du dabei bist, wird ganz anders aussehen und das, pass auf, ich mache jetzt Folgendes. Ich nehme 5 mit dem Ring zum Beispiel, energieanreichend, egal wie es ist. Wir machen, da darf einer mitgehen, wir machen ganz einfach Folgendes. Jeder, der überzeugt ist, ich schmecke das sofort, ob das energieangereichert ist oder nicht. Ob das durch den Ring gelaufen ist, ob das auf der Marmorplatte gestanden ist, was ich meine, was der auch haben will. Oder diese 3 Minuten auf den Bierdeckel draufstellen, den Zitronensaft und denselben Zitronensaft einmal nicht. Und wenn du den trinkst, ist der nochmal sauer. Wir machen genau das Spiel, du setzt dich hin, wo du das ja schmeckst. Und wir machen das Spiel, dass ich das jetzt mit anderen in der Küche mache, genau was du willst, und ich stelle dir 2 Gläschen hin und du sagst mir, welches energieangereichert ist, nicht, wenn du nicht zugeschaut hast, welches dieser Gläschen das ist. Okay? Dann wirst du schon feststellen, und jetzt pass auf, um das nochmal zu unterstreichen, was ich beim Helmut gemacht habe, geht noch einen Schritt weiter. Ich mache den Versuch noch ein wenig schwerer, weil er gesagt hat, es ist ja 1000% anders. Und ich sage, pass auf, wenn du sagst, es ist total anders, wenn du mir ein Glas Wasser hinstellst und ein total Cola hinstellst, kannst du mir die Augen verbinden. Ich sage dir, das ist Cola und das ist Wasser. Das kann ich unterscheiden. Mhm. Wenn du 1000%ig beschwörst, okay, dass du sofort merkst, ob das jetzt energieangereichert ist oder nicht energieangereichert ist, machen wir folgenden Versuchsaufbau. Ich gehe um die Ecke. Ich nehme 5 Gläser Wasser. 10.000 Euro. Meine 10.000 Euro. Und jetzt pass auf, jetzt machen wir genau nach deinen Maßsetzungen, machen in welche Grandnerwasser rein und in welche nicht. Das Problem ist, es kann sein, dass alle 5 Grandnerwasser sind, dass alle 5 Leitungs- und normales Wasser sind. Es kann sein, dass 2 Grandnerwasser sind und 3 Leitungswasser rumgekehrt oder nur 1 Grandnerwasser. Wenn wir das mit Wasser und Cola machen, wo ich ja den Unterschied klar kenne, ist es überhaupt kein Problem, wenn ich das klar erkenne. Wenn ein Unterschied ist, merke ich das.
Jetzt sage ich einmal, gemein wäre jetzt nur Grandlerwasser zu nehmen, weil dann habe ich ja keinen Vergleich, wobei ich, wenn ich nur Cola kriege, weiß ich, das ist Cola. Das heißt, wenn ich doch eindeutig merke, das ist ja energieangereichertes Wasser, merke ich auch, ja, wenn das nur Grandlerwasser ist. Aber ich habe dann immer noch gesagt, pass auf, ich bin so fair, es ist nicht nur in allen fünf Gläsern dasselbe drin, es kann durchaus, es ist zumindest 1:4 oder 2:4 Mischung. Das heißt also, wenn du meinst, es ist gleich, Das habe ich nicht gemacht, obwohl das auch, wenn ich es doch wirklich den Unterschied schmeckt, müsste ich es dann auch mal. Müsste man es merken. Ja. Okay, ich stelle dir jetzt die fünf Gläser hin und um das Ganze noch etwas leckerer für dich zu machen, wenn du dich verhaust, für jeden Fehler, wo du machst, musst du 10.000 Euro zahlen. Ja, pass auf, wenn wir das mit Wasser und Cola machen, ich mache sofort mit. Oh, ja, siehst du ja drauf. Na, wenn ich die Haut verbunden habe, habe ich die Haut verbunden. Weiter, auch Leitungswasser und Mineralisierung, auch Leitungswasser und Grundsäurewasser. Ja. Mache ich auch sofort mit. Ja. Leitungswasser mit Gas, ohne Gas. Ja, genau. Mache ich auch, weiter schmecke ich den Unterschied. Ja. Wenn du den Versuchsaufbau machst, bläst du komplett jeden Grandlerwasserspinner die Birne raus, weil er traut sich nicht mehr. Es ist alles weg. Genau. Bring mir einen, der den Test mitmacht. Bring mir einen, der den Test mitmacht und dann glaube ich dir. So viel zum Thema, was glaube ich, was verwirkliche ich mit Glauben. Ja, genau. Du verwirklichst übrigens auch, dass man Geld zum Überleben braucht. Ja. Ja. Alles, du bestimmst, du bist der Boss. Du bist die absolute Autorität in deinem Traum. Wie sagt der Ole immer, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Und das ist was, das ist so tief, wenn du das erklärt, dass du Gott bist. Und den Glauben kannst du verändern, das schreibe ich euch wieder dann nicht vor.